Warum hast du mich verlassen? Ein Lied von David, vorzusingen nach der Melodie von dem Jodelsong Der Hirsch, der morgens früh gejagt wird, bitte mit Akkordeon. Mann, Gott, mein Gott, warum hast du mich nur verlassen? Hast du mich vergessen? Kann es sein, dass meine Schreie verblassen? Gott, ich bete zu dir täglich, doch es scheint vergeblich. Die ganze Nacht liege ich wach und denke, nicht mal du verstehst mich. Aber ganz tief in meinem Innern weiß ich, du besitzt die Macht, bist besonders, bist heilig. Die Leute vor uns hofften auf dich, sie haben dir vertraut. Und schien es noch so aussichtslos, du halfst ihnen aus allen Gefahren raus. Ich bin ja nur eine kleine Wurst, kein Mensch, eher ein Haufen Mist. Alle Menschen lachen mich aus, werd von jedem Heinz gedisst. Sie kichern und reden und sie verstehen mich gar nicht. Sie sagen, wenn Gott dich ganz toll findet, hilft er dir, sei nicht panisch. Gott, du hast meine Geburt zugelassen und seit meiner Kindheit auf mich aufgepasst. Und von Anfang an warst du mein Gott bis zu diesem Tag. Bitte komm in meine Nähe, ich habe Angst und fühle mich alleine, so viel Hilflosigkeit, aber Hilfe erkenne ich keine. Ich sehe so viele Gefahren und Probleme, Angst und Verderben. Ich fürchte die Angriffe, die Fallen, den Tod und das Sterben. Ich fühle mich ausgelaugt, kraftlos, ohne Saft, einfach schwach. Mein Herz fühlt sich an wie zerschmolzenes Wachs. Ich bin völlig ausgepowert, mein Mund ist vertrocknet. Ich warte auf die Hilfe meines großen Gottes. Ich bin umgeben von Hunden, Ganoven und bösen Menschen. Und sie alle greifen nach meinen Füßen und Händen. Ich bin total abgemagert, aber sie machen weiter. Sie rauben mich aus und teilen sich meine Kleider. Aber du kommst, um mir zu helfen. Du siehst, ich liege ganz unten. Befreie mich von Verbrechern, Ganoven, den Hunden. Hilf mir aus allen Gefahren. Ja, du bist wieder da für mich. Ich will allen erzählen, wie obergenial du bist. Alle sollen ihn loben, Gott, den Allerbesten. Alle Menschen im Norden, Süden, Osten und Westen. Er hat mich nicht vergessen, nicht verlassen, nicht verstoßen. Als er mich hörte und mich dort liegen sah, hat er mich aufgehoben. Ich will allen sagen, wie groß du bist, auch in der Gemeinde. Alle, die an dich glauben, sollen sehen, dass ich mein Versprechen halte. Wenn jemand am Ende ist und Hunger nach dir hat, zeigst du dich ihm und du machst ihn wieder satt. Die Menschen, die nach dir suchen, werden dich finden und ihr Herz wird sich für immer mit dir verbinden. Und irgendwann wird dich die ganze Welt anbeten. Denn Gott macht keine Ausnahmen. Er liebt jeden. Selbst die Toten werden nur noch von dem einen Gott reden. Alle werden ihm Respekt geben, ob sie gestorben sind oder leben. Es wird Prediger geben in allen Generationen. Und diese sprechen von Gottes Korrektheit zu den Nationen. Und irgendwann können sie vielleicht das Unfassbare fassen. Gott ist treu und gut. Auf ihn kann man sich hundertprozentig verlassen.